Hallo, ich werde heute Gelfarben auf meine Nägel auftragen. Ich weiß, das Nagellack-Video ist gerade letzte Woche, glaube ich, online gegangen. Das widerspricht sich so ein bisschen mit dem, weil ich da gesagt habe, ich mache gerne Nagellack auf meine Nägel und jetzt mache ich dann doch Gelfarbe drauf. Das Video war schon ein wenig älter, 4 Wochen oder so. Ich muss immer das eine oder andere Video vordrehen, weil ich sonst einfach das alles nicht schaffen würde. Und in der Zwischenzeit habe ich mir für mich selber ein anderes Konzept überlegt. Und zwar ist der Plan, immer eine Hand zu machen für meine Kunden. Also sprich, das ist dann die Hand, die immer sehen. Also ich arbeite ja, wenn ich fräse, mit der rechten Hand ohne Handschuh, weil ich einfach den Fräser mit Handschuh nicht halten kann. Und ich fasse ja die Kundin dann auch nicht an, ne? Also linke Hand ziehe ich einen Handschuh an und rechts dann ohne. Und dann können die meine Nägel sehen. Und wenn ich fertig bin mit Fräsen, dann ziehe ich mir den zweiten Handschuh an. So ist der Plan. Das sind halt also immer ganz einfache Studionägel. Ich werde auch das eine oder andere ausprobieren an der rechten Hand wegen der Haltbarkeit, weil ich selber Rechtshänder bin und dann sehen möchte, wie das über die Dauer hält. Und an der linken Hand wird es mehr experimentell werden. Also ich muss ja mit zwei verschiedenen Händen dann rumlaufen. Aber die Kundinnen sehen das nicht und wenn da mal irgendwas vermurkst ist, ist das auch nicht so schlimm. Jedenfalls werde ich das immer im Wechsel machen. Einmal die rechte Hand und dann vielleicht 2, 3 Wochen später die linke Hand und dann wieder die rechte. Also immer so, wie es passt. Das heißt für mich, dass ich nicht so viel Zeit auf einmal brauche. Und letztendlich für euch, dass ihr halt auch öfter Videos bekommt, wo ich an echten Nägeln arbeite und nicht nur irgendwelche Tipps anmale oder so. Also das dachte ich mir, ist eine gute Idee. Heute fangen wir jedenfalls an mit den schlichteren an der rechten Hand. Natürlich möchte ich auch die Farben, die ich eventuell neu habe, der Kundin präsentieren, dass sie sich das auch in echt angucken kann. Diese Mustertipps sind immer ganz schön, aber ja, besser ist es am echten Objekt, was sich dann auch bewegt. Also so ist der Plan. Jetzt fangen wir erstmal an. Das ist das, was ich mir jetzt für heute vorbereitet habe. Auf den Daumen kommt dieses ganz normale Glitzer-Black. Das können sich viele auch nicht so richtig vorstellen, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann auf dem Zeigefinger Bombay, weil das auch eine Farbe ist, die ich neu habe und die ist total cool. Dann machen wir auf dem Mittelfinger ganz normales Black. Da soll dann später, sollen diese Strasssteine drauf, die sind so ein bisschen ja, schwarzgründig, würde ich es jetzt mal nennen. Das sind keine Swarovskis, natürlich sind billig Strasssteine. Frag mich bitte nicht, wo ich die her habe. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich habe die mal irgendwo im Vorbeigehen sozusagen mitbestellt. Auf den Ringfinger kommt auch normales Schwarz und da möchte ich mit diesem ganz normalen Glitzersilber diesen Rand oben machen, was man im Moment viel sieht. Ich fand das die ganze Zeit immer hässlich. Inzwischen finde ich es aber schön. Also ich habe es mir schön geguckt. Das ist ja manchmal so. Das kommt also hier drauf. Und dann hatte ich ja diese Farbe noch neu, dieses Ionian Sunrise. Und ich möchte einfach sehen, wie das in einer dünnen Schicht über dem Schwarz aussieht. Das kommt auf den kleinen Finger als so ein kleiner Farbtupfer, sage ich jetzt mal. Gut, es geht los. Als Pinsel benutze ich hier meinen Aretini Nails, die Nummer 14. Ich finde ihn einfach ganz schön, weil der rund ist. Da kann ich eigentlich schön mit lackieren. Und dann hier das Black. Ich bin natürlich eigentlich Rechtshänder und mache das jetzt mit links. Das könnte sein, dass das ein bisschen unbeholfen aussieht. Das ist genau so. Ich fange jetzt hier. Ist natürlich im Grunde genommen so ähnlich wie Nagellack auftragen. Meine Daumennägel haben zum Beispiel hier so eine spitze Ecke. Die finde ich zwar nicht schön, kann ich aber auch nicht ändern. Ich male diese Spitze aber nicht komplett aus, sondern ich mache das rund, weil ich finde, dass das dann schöner aussieht. Und die Ecke, die dann da übrig bleibt, die sozusagen unlackiert ist, die sieht auch kein Mensch. Und dann halt schön von oben runter streichen. Ach so, die Kante natürlich vorne noch so ein bisschen. So, damit ich jetzt aber nicht ewig unter der Lampe sitze hier, werde ich einfach gleich das Cat-Eye-Gel, ich muss natürlich jetzt aufpassen, dass ich meinen Daumen hier nicht anmatsche, das Cat-Eye-Gel gleich mal auf den Zeigefinger auftragen.
Das mache ich übrigens nur in einer Schicht. Das ist immer das Problem, wenn man hier. So. Das mache ich übrigens nur in einer Schicht, weil ich finde, dass das ausreicht. So, ich trage das Cat-Eye-Gel auch nicht so super, super dünn auf. Allerdings natürlich auch nicht dick, aber schon eine gute Schicht, würde ich mal sagen. Weil ich einfach möchte, dass es auch beim ersten Mal ausreichend deckt. So, und dann einmal den Magneten drüber halten. Ich mag das immer lieber, wenn die Schräge praktisch in diese Richtung läuft, sozusagen schräg zur Hand, ne? Also ich finde, wenn man das so rum schräg macht, das bricht irgendwie die Linie. Also lieber immer Richtung kleiner Finger. So, das halte ich jetzt einfach drüber. Und das war's schon. So, einmal in die Lampe. So, die anderen drei kriegen jetzt das ganz normale Black. Die mache ich auch alle drei nacheinander, gleichzeitig sozusagen. Das ist, glaube ich, nicht so spannend. Aber den Rest zeige ich euch dann gleich wieder. Jo, das wäre das. Übrigens mache ich jetzt von dem Schwarz doch nur eine Schicht. Also ich finde, dass das echt ausreicht. Ich habe es jetzt von allen Seiten mir angeguckt und gegen das Licht gehalten und so. Also das reicht. So, jetzt kommt das Silber auf den Ringfinger. Das ist hier von Sommernail. Der Topf ist leider kaputt gegangen. Aber das ist ein sehr schönes Silber, weil es kleine Silberpunkte sind und dafür ziemlich viele. Aber letztendlich ist das ja pups egal. Und ich nehme hier meinen Uraltpinsel. Da ist auch nichts Besonderes dran. Der ist auch schon ein bisschen schief. Ich brauche dringend mal einen neuen. Aber mein Gott, er reicht noch. So, und jetzt versuche ich damit möglichst gleichmäßig hier diesen Silberrand zu malen. Natürlich nicht zu dick. Ich will ja nicht so eine dicke Wurst da drauf haben. Das sieht jetzt schon aus, als ob ich hier viel zu viel aufgetragen habe. So, da quäle ich mich jetzt mit links echt ein bisschen. Das muss ich ja wirklich zugeben. Sieht man jetzt hier eine Beule? Nö, das ist nicht so dick. Naja, ein ganz bisschen. Ja, logisch, sind natürlich jetzt mehr Schichten drauf. Ein ganz bisschen sieht man schon. Ist rechts und links gleichmäßig. Nicht so richtig. Hier müsste noch ein bisschen was hin. Alter Schwede, wenn ihr jetzt sehen könntet, wie ich hier sitze. Ja, also für mich sieht es jetzt gleichmäßig aus. Das bleibt auf jeden Fall so. Und einmal in die Lampe. So, anhärten reicht ja, weil ich mache jetzt gleich auf den kleinen Finger die dünne Schicht von dem Ionian Sunrise. Das hat ja so einen coolen lila Effekt. Ich bin super gespannt, wie das auf dem Schwarz aussieht, wenn ich da so eine dünne Schicht drauf pinsel. Also ich kratze erstmal ganz, ganz, ganz vorsichtig. Wenn es blöd aussieht, dann mache ich das einfach wieder runter. Oh nee, es sieht gar nicht blöd aus. Könnt ihr das sehen? Ja, ne? Das gibt so einen Rot-Pink-Dings-Effekt. Ja, sehr cool. Das habe ich doch gehofft, dass da so eine tolle Mischung draus kommt. Soll ich nochmal ein bisschen dicker? Aber dann sieht man nicht mehr, dass es auf Schwarz ist, ne? Wenn ich es jetzt dicker aufdrehe, ich teste das einfach mal. Ich kann es ja wieder runterkratzen. Jetzt einfach ein bisschen. Sieht man dann, dass da Schwarz drunter ist? Moment, ich halte das mal neben das. Ja doch, sieht man schon, ne? Dass das dunkler ist. Auf jeden Fall. Ja, ich mache das noch ein bisschen dicker. Ja, so bleibt das. Wird jetzt einmal ausgehärtet. Dann kommt auf alle direkt das Glanzgel drauf. Und dann ja noch auf den Mittelfinger die Strasssteine. Wie ich da Glanzgel auftrage, wollte er, glaube ich, auch nicht sehen. Ja, wie das so ist im Designprozess, ne, habe ich mir jetzt gerade überlegt, ach Mensch, da sieht es doch, ja, coole Farbe, aber ist jetzt doch vom Design her ein bisschen langweilig. Ich mache da jetzt einfach mit Schwarz nochmal so kleine Eckentüdelchen dran, die ich irgendwie schon 100.000 Millionen Mal gemacht habe.
So, keine wilden Werke, einfach nur so ein bisschen Tüdelüt. Ja, mir ist jetzt gerade noch eine kleine weitere Designänderung eingefallen. Das ist der Vorteil, wenn man nicht an der Kundin arbeitet, sondern an sich selber, dass man während des Weges immer noch so ein bisschen umdisponieren kann. Und zwar habe ich jetzt auf dem Mittelfinger noch kein Glanzgel aufgetragen. Der Rest ist fertig, noch nicht abgewischt. Das könnte ich gleich erst nochmal machen. Aber hier kommt nämlich jetzt mattes Glanzgel drauf sozusagen. Und zwar habe ich hier das Jollyfin Matte Look Finish Gel Special Edition 4 Plus. Das ist okay. So, ich habe alles abgewischt jetzt hier. Man sieht auch schon, dass der Mittelfinger, naja, der ist ja nicht so richtig matt. Das ist mehr seidenglänzend, ne? Aber man sieht es auf jeden Fall, dass das ein Unterschied ist. Und ich werde jetzt aber trotzdem nochmal mit dieser grünen Bufferfeile, die ihr ja wahrscheinlich alle kennt, da nochmal ein bisschen drüber gehen. Und dann ist der Matteffekt so ein bisschen verstärkt. Ich werde das sehen bei mir selber an meinen Nägeln, wie das nach ein paar Tagen, Wochen aussieht, dieses Matte, ob das glänzend geworden ist. Und dann bin ich ja wieder ein bisschen schlauer, ne? So richtig optimal gleichmäßig matt wird es nicht. Das wird so ein bisschen fleckig, so eine Mischung zwischen matt und ganz matt. Das gefällt mir jetzt auch nicht. Ich teste das jetzt einfach mal hier mit diesem Buffer. Mehr als vermurksen kann ich es jetzt nicht. So, ich wische natürlich jetzt hier nicht mit meinen Feuchttüchern ab, sondern mit Cleaner. Ja, jetzt sieht man die Fallstriche. In der Tat. Aber ich werde einfach jetzt nochmal mit dieser Bufferfeile drüber gehen. Nicht mit der Bufferfeile, mit der Polierfeile, ja. Das ist ein Ergebnis, was mir jetzt richtig gut gefällt. Also man sieht auch, dass es gar nicht mehr spiegelt. Es ist also wirklich, wirklich matt. So, noch eine Premiere, und zwar werde ich mir jetzt die Strasssteine auf den matten Nagel setzen. Ich habe mich jetzt doch entschieden, einmal noch einen echten Swarovski zu nehmen, einfach als Vergleich für die Haltbarkeit. Das ist ein großer und darunter halt eben dann so eine kleine Reihe, kleinere. Ja, jetzt bin ich mir nicht sicher, ob ich das hinkriege mit links, hier mit dem Tippkleber, da wirklich nur diesen einen Punkt zu machen. Weil ich will natürlich nicht, dass ich dann da so einen fetten Fleck habe. Mal gucken, ob ich das jetzt hier drauf kriege. Okay, das hat schon mal gut funktioniert. Besser als ich dachte, ehrlich gesagt. Den nächsten, ist das überhaupt wirklich mittig? Ah, von so betrachtet. Also so, finde ich, sieht es mittig aus. So rum. Hätte der einen Tucken weiter. Der ist natürlich jetzt fest. Gut, der hätte jetzt einen Tucken weiter in die Richtung gemusst. Aber es ist nur ein Hauch. Gut, die nächsten Punkte müssen ja eigentlich dann ein bisschen kleiner sein. Ne? Kriege ich das hin? Ich streife den Pinsel jetzt hier einfach mal so ein bisschen ab und versuche. Einen kleinen Punkt. Das macht jetzt fast den Eindruck, da klebt er jetzt, wa? Dass der jetzt hier nicht so optimal klebt. Das war jetzt irgendwie ein bisschen komisch. Der hat sich immer hier wieder abgehoben. War das zu viel Kleber? War das zu wenig Kleber? Ist das generell doof, wenn das kein echter Swarovski ist, sondern so ein Plastikding? Ich weiß es nicht. Spannend finde ich ja, mal hält es nicht. Ja,
Ja, dann rutscht das natürlich dann so zur Seite und dann hat man hier den Kleberschmadder da unten dran, ne? Und von so rum betrachtet ist es auch schief. Aber fest scheint es jetzt zu sein. Ja, so sieht das jetzt aus für heute. Also mein Fazit, das ist sowieso eine schöne Farbe, das gefällt mir auch gut. Die 3, das über dem Schwarz finde ich auch völlig cool. Dieses Mini-Muster da drauf, keine wilden Werke, einfach nur, ne? Dann mit dem Silber, das gefällt mir auch gut. Da muss man allerdings auch darauf achten, dass man, wenn man dann hier hinten ja so eine kleine Wulst sozusagen hinarbeitet, dass man das mit dem Glanzgel auch schön vertuscht. Eventuell macht es sogar Sinn, wenn man schon vorher weiß, dass man das vorhat, das hier zu machen, eventuell hier hinten sogar ein bisschen aussparen. Habe ich jetzt nicht ausprobiert, aber wäre so ein Gedanke. Ja, mein Problem ist eher der Mittelfinger. Mal abgesehen davon, dass es jetzt bei mir selber schwierig war, das gerade hinzukriegen. Das ist genau das, was ich mir immer schon gedacht habe. Wenn ich das bei anderen gesehen habe, in anderen Videos, habe ich immer gedacht, haben die den Kleber genau in der Größe aufgetragen? Sieht man da hinterher nichts von? Oder ich glaube aber, die haben das in den Videos einfach so geschickt gemacht, dass man das nicht mehr sieht. Hier sieht man es jedenfalls. Das hat man ja vielleicht mitgekriegt, dass dann dieses Strasssteinchen auch gerne mal verrutscht beim Auftragen. Und dann verrutscht es natürlich, das kann man dann ja nicht ändern, das kann ja auch mal passieren, dass man es aufsetzt und dann feststellt, nee, das geht so nicht. Und dann bleibt hier so ein kleiner Kleberrand, ne? Da sieht man jetzt vielleicht besonders, weil ich das auf dem Mattschwarz aufgetragen habe, aber ich glaube auch, dass man das auf glänzendem sieht, weil dann ist nämlich der Kleber matt. Es ist jetzt nicht extrem, aber mich persönlich stört es, dass man das hier sieht, diesen Rand. Und ich bin vor allem gespannt, wie das jetzt hält, diese Strasssteine da drauf. Also über Design lässt sich jetzt streiten. Ich finde tatsächlich die Schwarzen auf dem Schwarzen irgendwie schon edel, aber nicht so schön. Der Silberne gefällt mir besser. Und dass es jetzt ein bisschen schief ist. Ja, mein Gott, ne? Sieht sowieso keiner außer mir. So, das war's für heute. Ich weiß jetzt nicht genau, wie lange dieses Video geworden ist, wie viel ich da jetzt rausgeschnitten habe, weil ich dann doch mit links ziemlich ungelenkig bin, meine rechte Hand zu machen. Wie dem auch sei, vielleicht hat es euch irgendwie ein bisschen weitergeholfen, ein bisschen Spaß gemacht und ich wünsche euch was. Wir sehen uns. Macht's gut. Tschüss.